Let's Playen ist dann am besten, wenn man das tut, was einem Spaß macht. Dann habe ich persönlich einen guten Job gemacht und das ist auch die Wahrheit und ich bin wirklich nie ein Fan davon gewesen, dass man als Let's Player unbedingt kreischen oder schreien muss. Ich finde nicht, dass wir mit unserer Sprache uns vielleicht so vorwärtsdrängend irgendwie verhalten sollten. Und das sieht man auch, ehrlich gesagt, nicht gerne irgendwie in der Linguistik oder in anderen Wissenschaften. Natürlich kann jeder das tun, was er möchte. Ich lege niemanden Steine in den Weg, aber so ist meine Philosophie dahinter. Ich finde ehrlich gesagt auch nicht, dass wir als besonders Fame oder etwas Besonderes oder so deklariert werden sollten, so wie es leider oft passiert und damit vielleicht die Zuschauer unterordnet. Man trägt ja auch eine gewisse Verantwortung und das ist schon besser, wenn man vernünftig spricht, weil der Zuschauer oder Zuhörer ja letztendlich an Illusion oder metaphorisch sich etwas denken soll. Er soll ja im Endeffekt nicht an mich denken oder mich sehen. Der hört uns ja Let's Player ja lediglich. Wir sind ja nicht wirklich bildlich präsent, sondern nur mit unserer Stimme. Das heißt, wir werden so gut wie nie erkannt, es sei denn, jemand macht nur mit Facecam-Videos oder veröffentlicht sein Profil. Ich muss aber auch offen gestehen, dass ich mich immer wieder freue, wenn die Leute sagen, wow, echt ey, mega coole Stimme oder vergleichen mich mit anderen Stimmen oder sehen ein großes Talent in mir. Das ist für mich natürlich etwas Erfreuliches. Das braucht mal eben der Mensch. Kritik, Bestätigung, dass man agiert, dass man produktiv vielleicht ist, das mag ja jeder von uns, ne? Das Wichtigste, vor allem der Hauptgrund von Let's Playen war, und das wissen viele nicht, dass ich schon als Kind sehr viel Videospiele gespielt habe. Ich bin damals sogar auch sehr faul in der Grundschule zumindest gewesen, weil ich nur ans Spielen irgendwie dachte und den Leuten immer Spiele vorzeigen wollte. Eines Tages ist dann auch ein guter Freund von mir gestorben, noch sehr jung, und er hatte mir schon früher immer gesagt, dass er mir gerne zuhört und mir beim Spielen vor allem sehr, sehr gerne zusieht. Das war schon atemberaubend. Und dann habe ich mich gefragt, wie meine Einstellung dazu ist. Und habe das überprüft. Mittlerweile bin ich 24, spiele schon quasi seit meiner Geburt. Und da denkt man natürlich viel über das Leben nach und irgendwann ist das auch mehr als ein Hobby. Vielleicht ein Teil des Lebens. Zu unterhalten, das zu sagen, was man denkt, sich nicht zu verstellen. Ein Bild dem Zuschauer oder Zuhörer zu vermitteln und gleichzeitig sein Profil irgendwie zu offenbaren, ohne dass die Privatsphäre selbstverständlich irgendwie großartig zur Schau gestellt wird. Ich glaube, das ist wichtig, dass man eine Bindung schafft. Das ist quasi wie ein Film für mich, wenn ich spiele. Ich bin quasi im Spiel selbst und gebe einfach wieder, was ich sehe, was ich fühle. Also eben sehr subjektiv und dann auch meistens auch sehr emotional ergriffen. Naja, wie ist das eigentlich bei euch? Was mögt ihr gerne an euch? Welche Erfahrungen habt ihr mitgenommen in eurem Leben vor allem? War das auch bei euch so emotional? Ist jemand von euch verstorben? Habt ihr dadurch eine bestimmte Weisheit erkannt oder sowas in der Art? Denn das kann ja alles sein. Ich finde solche Geschichten immer wieder interessant. Schreibt es doch gerne in die Kommentare. Wir sehen uns wieder. Und riesen Dank an euch, denn ohne euch wäre dies alles nicht möglich.